die mit ihnen in sein. Das Schicksal ist uns hold. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Riker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Bestimmung. Wir werden hier nicht sterben. Ja. Falls doch, werden wir Ultaz sehen. Korrektur, ich werde Ultaz sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils glaubt. Wohin gehst du, Quill? Ich folge meinem Bauchgefühl oder so. Vielleicht kommt Lady Hellbender bei der letzten Schlacht gegen den Magus dazu. Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Sie hat große Hände, starke Hände. Ja, keine Ahnung, wo du bist. Wir verlaufen nicht im Kreis. Die ganze Zeit schon. Ich bin froh, dass sie hier sind und auf unserer Seite kämpfen. Aber ich hasse es, dass diese Monster als Waffen eingesetzt werden. Und ich bin bei sowas Experte. Sie kämpfen für ihre Könige. Das macht es nicht besser. Ich glaube, hier geht's weiter. Vertrauen wir den anderen. Das war's. Wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Das heißt, jetzt wird's noch wilder. Du wirst mich doch verarschen. Bitte nein. Bist du das da drin? Da. Spasibo, Wächter von Galaxien. Für Hilfe, das Kosmo-Versprechen verschmäht. Er jagt nicht länger Stöckchen, was ist Schlange. Und guck, Kosmo bringt mit Noe. Ja, schon geschnallt. Und Familie. Das ist meine Buxis. Das ist Kumpel, schön, dich wiederzusehen. Ha! Kosmo ist ganz so viel nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber das plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht. Cosmo ist bestes Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Steuert den ganzen Kopf. Ich hatte keine Ahnung, dass Nowhere Todesstrahlen verschießen kann. Klasse. Und der Hund hat seine Pfote auf dem Atomknopf. Ich muss wohl in Zukunft netter zu ihm sein. Ja. Könnte nicht schaden. Da wir Thun besiegt haben, sollten wir auch auf andere würdige Bestien Jagd machen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das tun wir. Dann sollten wir das schneller machen. Sobald wir in dem Felsen sind, werden wir uns wohl wieder mit dem großen Einiger auseinandersetzen müssen. Wir werden ihm auf die Zähne steigen. Ich habe erst einen von seinen Armen. Ich will unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Naja, beim letzten Zusammentreffen hat er es uns gezeigt. Was war das? Geht's nicht zurück. Mach mal nicht! Das Ziel. Gib ihm eine Minute, er ist gerade durch den Weltraum geflogen. Oh, Flak! Zieht eure Körperteile ein! Welche Teile? Alle! Au. Nochmal von vorn. Groot! Mach mal nicht! Groot! Gib ihm eine Minute, er ist gerade durch den Weltraum geflogen! Oh, Flak! Zieht eure Körperteile ein! Welche Teile? Wieso ist es besser? Mir gefällt das nicht! Natürlich, dir macht das Spaß! Achtet auf Trümmer! Zum Glück ist meine Haut so strapazierfähig!
Hoffentlich zerreiße ich mir nicht die Hose! Nur Loser tragen Hosen! Hoffentlich landen wir auf festem Boden! Fall nicht von der Kante, fall nicht von der Kante! Sink mir nicht, stell ich will! Puh, das war knapp. Angekommen. Woo! Das war mal was! Doch, bist du! Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns! Wir sind hier wegen Adam Warlock. Bringt ihn zu uns, dann lassen wir euch gehen. Sie hören nicht zu. Kommt ihr schon wieder zu spät zur Erfüllung? Fühlt sich irgendwas anders an? Die Realität hat sich nicht verändert. Dieses Mal wüsste ich das. Das ist deine Chance, Gamora. Spürst du das? Das sieht zunehmend weniger nach einem Gefängnis für Warlock aus. Schneid sie in Streifen! Sie kämpfen mit neuem Eifer! Sie wollen Monster Daddy nicht enttäuschen! Das ist unsere letzte Chance, den Magus auszuschalten! Alles oder nichts! Ich schlage die Kugel vor der Nase zu, genau wie auf Nowhere! Es wird mir Spaß machen! Bereit! Du musst sie viel härter treffen, wenn du sie aufdecken willst. Und zwar so hart wie möglich. Leute, ich werde jemanden brauchen, der den Po-Tracker von Warlock zurückholt. Ich bin raus. Zeit ist um. Würde Lady Hellbender uns in den Rücken fallen? Niemals! Das verdient ihre Ehre. Wieso sollte sie? Diese Tunnel brauchen eine ordentliche Plasmareinigung, wenn ihr mich fragt, während der Kult noch drin ist. Eine feige Taktik. Ich stelle mich meinen Feinden lieber. Um zu glauben, dass diese Tunnel mal voller Bergleute waren und nicht voller Freaks. Ich wette, die meisten dieser Freaks waren früher Bergleute. Das kann sein. Boden hier für Geburt! Das sagt schon der Name unseres Teams! Der hat mal noch ziehen. Peter Quill, willst du denen auch gut zureden? Das bringt nichts. Schaltet sie aus! Zeig, was deine Äste drauf haben! Jagt sie hoch! Sind wir sicher, dass das der Weg zu Warlock ist? Vielleicht haben sie kein echtes Gefängnis! Das ist sehr schön. Der Flug hier. Rücken wir weiter vor. Das Signal kommt aus den Tiefen der Mine. Jetzt ist ruhig. Zu ruhig. Schwer zu glauben, dass die Kirche aus ein paar Bergleuten entstanden ist. Ich wünschte, sie wären beim Graben geblieben. Ja, sie hochkommt. Hochjagd, Rocket! Wacht auf! Ihr werdet getäuscht! Es ist sinnlos! Sie hören sich nicht! Völlig traurig! Blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus! Das war Verstärkung. Leg los, Rocket! Sie kämpfen mit Treu und Eifer! Sie wollen Monster Daddy nicht enttäuschen! So darf Zeit! Greg! Haltet sie auf! Zeig's ihnen! Irgendjemand gräbt hier unten immer noch! Ich wette, sie verwenden diese wertvollen Metalle für die Glaubenstag. Die Goldpyjamas des großen Einigers sind nicht billig. Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung! Ach du Scheiße. Niemand wird mit dem Mist handeln, wenn es die Kirche nicht mehr gibt. Zu riskant! Du musst sie viel härter treffen, wenn du sie aufwecken willst. Und zwar so hart wie möglich! Klein gehacktes Gamora! Groot, du bist dran! Ich bin Groot! Jetzt, Gamora! Ich bin Groot! Platt machen. Gut gemacht! Ein unauffällig durchgeführtes Manöver! Das ist dein Ende!
Groot, alle Mann an Deck! Unsere Gegner halten sich nicht zurück! Ja, doch! Fürchtet uns! Sie müssen etwas beweisen! Ich mach auch mal mit. Mann, machen wir wenigstens eine Delle bei dem? Ziemlich. Ich hab so versucht, ihn aufzuwecken! Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind? Was soll denn der das? Wir brauchen eine Verkaufspause, Groot! Zeig uns dein Schwert! Gesetzte Aneignung im freien Raum. Wenn du unprovoziert angegriffen wirst, darfst du die Kriegsbeute behalten. Wir haben sie definitiv provoziert. Sie haben uns zuerst provoziert, oft sogar. Meine Knöchel können sein Metallpanzer nicht knacken. Zeit für den Schredder! Ich dachte schon, du fragst nie! Wacht auf, ihr werdet getäuscht! Ja, so einfach wird es nicht sein, Mann. Na, was für eine Verschwendung! Minen wie diese waren im Krieg das Rückgrat des Widerstands! Sie sollten ihrem falschen Gott entsagen und wieder arbeiten gehen! Ich muss mal hier runter. Wir werden nicht scheitern. Der Magus ist so gut wie tot. Erledige sie. Irgendwelche letzten Worte? Sie kämpfen mit neuem Eifer. Sie glauben, wir verwehren ihnen das Paradies. Sehr schön. Immer mit der nächsten Person. Wenn wir Erfolg haben, müssen wir danach zurückkommen und unseren Frachtraum füllen. Wir verkaufen das Erz auf dem Schwarzmarkt. Bezahlung für ordentliche Arbeit? Für mich klingt das fair. Falls wir zukommen. Also, den Sprung schaffen wir nicht. Peter kriegt das hin. Wirklich? Peter Quill besitzt magische Waffen. Geysir. So machen muss ich. Ach, ich freue mich schon, Goldlöckchen runterzuputzen, weil er auf Nowhere Prügel kassiert hat. Es ist unklug, seine Kampfgefährten zu beleidigen. Wir sind Sicherheitsinspektoren. Zeigt eure Ausweise, damit wir sie überprüfen können. Drax, du musst das schnell machen. Ungefähr so. Sicherheitsinspektion. Hey, nicht bestanden. Mach sie fertig, Gamora. Ob sie Schmerzen spüren, aber ich weiß, wann sie sich tot anfühlen. Diese Fanat Peng! Du hast die Sicherheitsinspektion nicht bestanden! Sie sind tot, Drax. Stimmt. Du weißt, was zu tun ist, Quill. Und hops rüber hier. Mantis, wie sieht unsere Zeitlinie aus? Gamora, hey! Schön, deine Stimme zu hören! Am Leben und nicht tot! Bereiten wir uns auf das große Spiel vor, Rocket. Wir müssen klug vorgehen. Das könnte unsere letzte Chance sein. Spoiler doch nicht so. Du siehst dich okay, nur um, was? Nicht. Okay, gehen wir. Okay, ich glaube, ich bin bereit fürs Finale. Geht mir genauso. Ich nicht. Schade, dass Lady Hellbender uns... Was zum... Hey, seht mal, sie empfangen den Adam-Warlock-Kanal sogar hier draußen. Apropos Goldlöckchen, er müsste direkt auf der anderen Seite dieser riesigen Mörderbot-Armee sein. Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, Scheiße. Sie haben das Ganze mit einem Glaubensschild abgeriegelt. Meinst du, wir können ihn ausstecken, so wie auf Nowhere? Ein Versuch ist's wert. Stoßen wir durch, Leute. Wir müssen doch jetzt erst auf gegen die kämpfen. Warten lassen. Tu ihn weg, Gamora! Mist! Der Turm wirft Bots ab! Mach dein Ding, Gamora! Wie sollen wir das denn schaffen? Kämpfe sie aus! Dieser Ort erinnert mich an die Halbwelt-Fabrik. Ich hasse ihn! Jag sie hoch, Rocket! Immer Nachschub liefern. Das ist ein ausweglosen Kampf. Ich weiß, dass es viele sind. Konzentrieren wir uns auf die, die aktiv versuchen, uns umzubringen.
Tritt und schlag einfach weiter, Drax! Ich komme! Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken! Wenn er magische Barriere ist, müssen wir unsere Aufmerksamkeit darauf konzentrieren. Zeig's ihn, Groot! Der Riesenroboter kommt! Wir müssen ihn erledigen! Der Priester kanalisiert Energie in den Darm! Oh, den nächsten Boost will ich! Hackfleisch, Gamora! Gleich gibt's Schnittchen! Unfassbar, dass meine Klinge noch eine Schneide hat! Ich wette, ohne bist du sogar noch tödlicher! Wir müssen diesen Glaubensschild durchdringen! Wir vergeuden Zeit! Ups, wenn wir nicht fertig haben, dann kommt es durch Deckung. Mann, kommt, wir wachsen nicht alle auf einmal auf! Für eine alte Maschine ist das Ding ziemlich hart! Die Lösung ist einfach. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Schlitz sie auf! Meine Fäuste haben einen Gläubigen bezwungen. Völlig drauf. Da sehen weiter ihre Mistlichter aus. Der da geht auf. Das ist unsere Chance. Wir müssen vorrücken. Bis auf die Knochen. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock schießen. Das Ding ist zäh. Wir müssen um allem draufhalten. Erledige sie! Begrüße den Tod! Wir müssen in der Nähe des Rituals sein, oder? Der Warlock-Tracker schlägt massiv aus! Ich wette, er kann uns sagen, wo wir sind! Leute, Gruppe B! Pokémon Huddle. Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde! Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Ungeschützt ist kein Problem, mir ist ziemlich. Ungeschützt zu sein, macht mir keine Angst. Und wisst ihr warum? Ungeschützt? Wer redet denn von... Weil wir da draußen stärker sind als sie. Ich kann ein Ziel bestimmen, euch den Angriff befehlen und es wird erledigt. Wer ist dabei? Du bist ein... Unfassbar, dass ich jetzt alles vermisse. Du kriegst das hin! Rocket! Na toll! Eine riesige Psycho-Roboter-Fabrik! Wie wollen wir denn die noch ausschalten? Was ist hier mein Weg zu finden? Sollte er nicht hier drin sein? Nein, sie wachen auf! Gar nicht gut! Auf die Spitze getrieben! Das sollte hier so laufen wie beim Cortex, oder? Wir müssen die Stecker ziehen! Ja, aber erst brauchen wir Zugriff. Hau sie weg, Rocket! Eine Verschnaufpause, Groot! Ja, ich komme jetzt nicht hier runter, das tun sie. Keine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen! Keine Sorge, wir verraten es keinem! Geh da unten. Dieser Ort erinnert mich an die Halbweltfabrik. Ich hasse ihn! Lass uns das hier überstehen, dann kannst du kommst da nicht raus, solange der verflagte Glauben des Juju im Weg ist. Stecken wir sie aus, Stück für Stück! Passt auf eure Ärsche auf! Zeit für einen Bums! Drax, zerstör! Dieses Schiff ist voller Schrecken! Dass ich die Chitauri mal vermissen würde! Bind ihr sie fest, Groot! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, Peter Quill! Große Probleme verlassen. Groot, mach dein Ding! Ich arbeite daran! Ein Krieger verschwendet seine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen! Keine Sorge, wir verraten's keinem! Groot sagt danke! Ja, und ich glaube ich wohl auch. In Stücke geschnitten. Ich brauche Hilfe hier drüben. Peter, kannst du ihn erreichen? Ja. Nein. Durchfallen! Ha! Ich liebe es, Notiz an mich. Versuche nicht zu sterben. Nicht zu sehr verfallen. Ich habe so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Wir sollten Raker bald finden, sonst
los! Und von Nikki! Diesmal lassen wir sie nicht im Stich! Kommen wir hier raus? Ah, hier von der Barbe. Groot! Zeit zum Anbinden! Wie sieht das aus? Diese Jungs hier waren wohl nicht eingeladen. Ihr habt hier auch... Ich glaube, der Große sieht schade. Das Kampf überhaupt Sinn. Da steht doch mein Name drauf. Hol sie dir, Tiger! Der Große braucht deine Hilfe, Quill. Dann kann ich die ganze Maschine ausschalten. Was ist der Plan hierfür? Ich bin bereit zu zerstören! Darüber kommt ich aber auch raus. Großer, böser Drecksroboter! Da kommt natürlich immer Verstärkung rüber. Wo ist Warlock? Sollte er nicht hier drin sein? Ihr sollt hier in der Nähe sein. Schickt ruhig all eure infernalischen Maschinen und schüchtert ihr nicht ein. Dieser Ort ist der Inbegriff von Einschüchterung. Quill, Groot sieht nicht gut aus. Sag das doch nicht, der ist nur ein Baum. Sieht immer so aus. Wenn Groot was zustößt, dann... Na komm. Zerschnetzel sie! So wird das gemacht! Lass ihn runter, du riesiger Metallfreak! Groot, zeig deine Wurzeln! Rocket, Sprengung! Diese Jungs hier waren wohl nicht eingeladen. Ich sehe ihn da. Wo komme ich nie im Leben? Eine Ahnung hinzu. Ich bin bereit, mit diesem Albtraum abzuschließen. Ein Gigabes Kraftfelds rausziehen. Sag mal, wo? Hier vielleicht. Wo ist Warlock? Hier. Nein! Nöten zu retten, Quill. Tief durchatmen, Hilfe ist unterwegs! Ach, verdammt. Dieser Ort erinnert mich an die Halbwelt. Das heißt, mal kapiert und. Ja, sie hoffentlich. So viel dazu. Ich bin bereit, noch eine Lücke. Sie müssen sich hierauf vorbereiten. Ich feste mich gegen diese Narren. Kann ich denn das hier rausziehen? Diese Jungs hier waren nicht eingeladen. Die haben hier auch dich. Das wird uns nicht aufhalten. Mach keine Gewohnheit. Die nächste Runde geht auf mich. Treib sie zusammen, Groot. Was mach ich da? Ich will die Kraft entfernen. Rex, könntest du vielleicht. Und warte vielleicht. Der Warlock-Tracker schlägt massiv aus. Er kann uns sagen, wo wir den Typen finden. Und jetzt bei dem anderen nochmal und dann sind wir drin. Das ist die beste Möglichkeit. Rein hier. Wo ist Warlock? Sollte er nicht hier drin sein? Los Leute, alle Mann hier rein! Hat ja lange genug gedauert, bis ich gekommen bin. Ich hol uns eine Drohne runter zur Goldbacke. Haltet euch gut fest! An der Drohne, nicht den Backen! Und springen nach Grund. Großer Mist! Alle runter! Kommst du endlich zur Konfrontation mit dem Angeketteten? Ihn zu strafen für seinen steilen Sturz? Halt doch einmal den Mund! Ich hab ein großes Finale aus. Wir können von hier oben keinen Kampf riskieren. Du brauchst am Vorabend unseres Aufstiegs hier auf. Weshalb? Um uns ein weiteres Mal alles zu nehmen. Was habe ich je genommen? Meinen Glauben
Und nicht nur meinen. Du hast deine Herde verlassen. Dieselbe Kirche, die wir aufgebaut hatten. Wir glauben, unser Gott sei tot. Und mit dir jede Hoffnung, die Verlorenen zurückzubringen. Ich dachte... Du hast mir meinen Sohn versprochen. Ich versprach nur Verbundenheit. Du suchtest Sklaverei. Meine Fehler waren vielfältig, aber dein Fieber ist nicht darunter. Genug! Genug jetzt! Das wahre göttliche Gefäß wartet. Du bist nur eine Hülle, ein verblasster Schatten. Aber selbst du wirst das Licht spielen. Hör doch her! Halte inne mit diesem Horror! Raker! Ja, haut ab. Brechter, brecht meine Bande. Raker richtet rastlos sein Restaurationsritual aus. Rocket, kannst du ihn da rausholen? Wenn's denn sein muss. Lass mich raten, Rakers Macht war mörderischer, als mancher meinen möchte. Wen schert Schwadronieren über schwindende Chancen, Tochter von Thanos? Bald flutet falsche Frömmigkeit die Raker-Brut und mästet den Moloch. Nein, das wird nicht passieren. Dem schieben wir gemeinsam eine Regel vor. Richtig? Richtig. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wohl anrecken. Wer wartet, wird welk. Ich könnte ihn wieder anbinden. Was meinst du? Klingt verlockend. Leider brauchen wir ihn. Falls der Magus Form findet, wird seine grenzenlose Gier die Schöpfung geschlossen schlucken. Außer du schluckst den Magus zuerst. Eine voreilige Vereinfachung. Wir müssen die Entität entfernen, die das Mädchen malträtiert. Aber wie viel von Nikki wird übrig bleiben? Falls ihr Licht lebt, verbleibt es verloren. Teil eines tatenlosen Traums. Eines angenehmen Traums. Drax war dem Versprechen erlegen und wir haben ihn rausgeholt. Quill, hier geht's ums Ende der Welt. Schon vergessen? Los, lauf! Kann Goldie was dagegen tun? Frohlocket! Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, das Wunder zu erleben. Großer Einiger, ihr vermögt sie doch zu halten, auf dass sie Zeuge werden? Sicherlich. Ach du Schande. Das müssen wir dem Ende zuschauen. Ja, großartig. Happy Ends sind die langweilig. Tja. Das war's dann wohl. Schwarz etwas. Meine Herrin, verwindet den Schmerz! Erfüllt das Versprechen! Monster! Mantis! Mantis, wo? Ich zieh dir die Haut ab! Groot! Versuch, ob du... Peter! Peter! Wir können sie... Kapitel 15, gebrochene Versprechen. Wieso das? Was... Du bist fast da. Konzentrier dich auf mich, Peter. Hör nur auf meine Stimme. Du musst mich finden. Du kannst sie noch retten. Peter! Ganz.
bring hell down from